Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Es gab in der Zwischenzeit wieder mehrere Interviews rund um One Piece und heute möchte ich euch ein paar interessante Fakten aus diesen Interviews geben. Übersetzt werden die Interviews wie immer von Sandman. Folgt ihm gerne auf Twitter, denn ohne ihn würden uns im europäischen oder auch im amerikanischen Raum einige nützliche Infos rund um die Welt von One Piece fehlen. Let's go! Die japanischen YouTuber Fishers hielten ein Interview mit Oda. Dort sagte er, er möchte One Piece in 5 Jahren beenden. Bitte seht es aber nicht als genaue Zeitangabe, denn viele YouTuber oder andere Newsquellen haben es als Fakt abgestempelt, dass One Piece in 5 Jahren auf jeden Fall enden wird. Dies ist aber nicht der Fall. Denn richtig übersetzt sagt Oda nur, dass er es gerne beenden würde. Also Vorsicht ist zu walten, vor allem da wir wissen, wie Oda mit Zeitangaben ist. Wir hatten ja schon öfter den Fall, dass Oda sagte, ja, One Piece sei zu so und so viel Prozent fertig. Und es geht trotzdem immer weiter. Erster bekannter Fall, dass One Piece eigentlich nach dem Alabaster Arc enden sollte. Zudem erwähnt Oda, dass der Strohhut-Großflottenvorfall, welcher im Dressrosa Arc erwähnt wurde, bald passieren würde. Und für mich steht im Grunde fest, um was es dabei geht. Den ganzen Wano-Arc über geht es schon um das Thema, wie die Allianz genug Männer auftreiben kann, um gegen Kaido antreten zu können. Nun haben sie zwar einige Männer, sind aber zahlenmäßig immer noch weit unterlegen. Hier könnte die Straw Hat Grand Fleet mit ihren über 6000 Mann doch nochmal deutlich aushelfen. Das Ganze macht auch logisch Sinn. Alle besitzen sie eine Weaver Card von Ruffy. Und als Ruffy von Kaido geschlagen wurde, hat diese Weaver Card sicherlich reagiert. Deshalb denke ich, dass seit dem kleinen Kampf zwischen Kaido und Ruffy die Grand Fleet bereits auf dem Weg nach Wano ist und gerade rechtzeitig zum All-Out-Fight kommen wird. Zudem sagte Oda in diesem Interview, dass die Insel, die im Hintergrund erschienen ist, als Crocus Laughtail erwähnte, nicht die Insel Laughtail wirklich sein soll. Vor kurzem gab es ein One Piece Event in Saudi-Arabien. Dort waren Shimizu von Toei Anime und Haishi, ein Jump Editor, zu Gast. Shimizu sagte, dass das Ende von Wano überraschend sein wird. Zudem sagte er, dass das Ende von One Piece die Leute mehr berühren wird als der Tod von Ace. Der Editor Naito, der zusammen mit Oda an One Piece arbeitet, gab ebenfalls ein Interview. Dort sagte er, dass der Wano-Arc sehr eng mit dem letzten Kapitel von One Piece verknüpft ist. Zudem sagte er, dass der Flashback von Wano die legendären Abenteuer von Roger beinhalten wird. Wano sei der wichtigste Arc und ist verbunden mit dem größten Geheimnis, was ist das One Piece? Naito selbst glaubt nicht wirklich daran, dass One Piece in 5 Jahren enden wird, aufgrund der Stories, die er von Oda gehört hat, die noch kommen sollen. Jedoch sagt er auch, er sei sich nicht ganz sicher, da Oda es so klar eigentlich gesagt hat und er merkt, dass das Pacing im Wano-Arc sehr schnell ist, weshalb es offen bleibt, ob Oda es schafft, es in 5 Jahren zu beenden. Das waren für euch die neuesten Informationen rund um One Piece, die wir aus Interviews bekommen haben. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Like und einem Klick auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß auf Facefall TV und haut rein. Ciao.